Ich habe schon Thai-Boxer umfallen sehen, die wirklich im Ring jeden umkloppen und auf der Wiese plötzlich sind es die Ersten, die im Dreck liegen. Wieso? Ja, ne, weil auf der Wiese, im Ring kämpfst du eins gegen eins. Da gibt es feste Regeln, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Draußen darfst du eben auch mal im Notfall, sag mal, ins Gemächt treten oder ganz mal volle Kanne ans Schienbein oder... Und dann hast du plötzlich immer, wenn ich jetzt merke, ich habe jetzt vor mir einen, was weiß ich, der es richtig drauf hat, ob er ist Thai-Boxer oder der ihm 2,10 Meter ist, und da gehe ich mit 3 Mann drauf. Die Nase war bestimmt schon 3-mal, 4-mal, ja. Beim Fußball oder? Ja, beim Fußball war es meistens dicke Lippen, blaue Ohren. Kopfverletzung? Nur Kopfverletzung, damals in Erfurt, das sah schlimm aus, aber es war im Endeffekt auch bloß halb so schlimm. Das ist halt riesen. Ja, das ist Schlag am Boden. Und dann haben wir eben 2, 3 Mann haben noch mal gedacht, der ist größer wie wir. Und jetzt zeigen wir noch mal, wer hier gewonnen hat. Und dann haben die mir auf den Kopf gelatscht. Da war halt der Kopf ein bisschen dick, ein bisschen rot, ein paar Tage. Und aber sagen wir, so schlimm war es dann auch nicht. Ja. Nach 2 Tagen waren die Kopfschmerzen weg. Ja, hier ist der Ding, Meld aufladen. Das war alles schon. Na gut dann. Ja, tschüss, schönen Tag noch. Ciao, ciao, euch auch. Gehört Gewalt zum Leben von Männern? Ist es ein Teil von Männlichkeit? Gibt es eine Sehnsucht? Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe Gewalt in der Familie kennengelernt. Und das hat mich geprägt. Und das finde ich feige. Hinter verschlossener Tür, vor der Tür, dass die wahre Beziehung führen und hinter der Tür die Frau schlagen. Oder die Kinder. Das ist für mich das Allerletzte, was es gibt. Da ist das hier ein ehrlicher Kampf. Man schämt sich nicht dafür. Weil mit Gleichgesinnten, die es wollen, seinen Frust rauslässt. Der normale Ehemann, wie er im Durchschnitt ist. Ja, das sind eben nicht Jungs, das sind Männer. Das sind erwachsene Männer, die im Leben stehen, die sich ja Familie haben. Ja. Die Chemnitzer der Tiere, ja, habe ich jetzt genau in kurz vorm Treffen mit den Jännern. Ja, sieht ja gut aus. Bleib liegen, du Fotze! Leg dich hin, los! Leg dich! Leg dich! Leg dich los! Leg dich! Was ist denn mit den Männern? Fehlt ihnen sowas in der Gesellschaft heute? Fehlt ihnen der Krieg? Warum suchen und brauchen das Männer? Was gibt es den Männern heute? Selbstbestätigung. Mehr nicht. Selbstbestätigung. Was kann ich? Wie fit bin ich? Wie kann ich mich verteidigen? Ich meine, diese ganze Gesellschaft ist, sagen wir mal, so ein bisschen verweichlicht. Ja, das ist so richtig
keiner will mehr hart arbeiten, alles was anstrengend weit weg und jeden Weg mit dem Auto machen und ja nicht zu viel bewegen und das sind einfach dann mal ausbrechen. Einfach mal für ein paar Minuten ausbrechen, einfach aus dieser ganzen Gesellschaft, aus diesem ganzen Umfeld und einfach mal Kerl sein, wie Kerl ist. Das ist einfach nur die Ausübung von Gewalt. Mehr ist es nicht. Also ja, wir sind ja meistens im Einsatz, also so wie wir hier sitzen. Also wir haben keine großartigen Schutzausrüstung und sonstiges, außer ein Telefon, wo wir dann halt dem Polizeiführer Bescheid sagen, kümmere dich mal, dass dort die begleitet werden, beziehungsweise dort nicht durchbrechen können. Und wenn jetzt eine Gruppe von 40, 50 Mann sich in Auseinandersetzung in starkem Umfeld liefern will mit einer gleich großen Gruppe und die Polizei versucht, das zu verhindern, ist ja halt die Polizei zwischen diesen zwei Gruppen. Und um ihr Ziel noch erreichen zu können, die andere gegnerische Gruppe zu schlagen, muss erstmal die Polizei aus dem Weg geräumt werden. Und da ist nun mal das einzigste Mittel halt Gewalt gegen die Polizei. Also wir haben nicht die Aufgabe, uns dazwischen reinzuschmeißen und dort irgendeinen festzunehmen oder wie, weil das ist ja dann Kamikaze-mäßig und wird uns nicht weiterhelfen und den Bürgern eigentlich auch nicht. Prävention war also vorgelassen, Öffentlichkeitsarbeit ist eine völlig andere Geschichte, aber was in der Operative ist, da kannst du nur reagieren, nie agieren. Bei uns genauso wie im Streifenwagen. Ist das nicht deprimierend? Oh. Mitunter schon. Die wissen genau, wie die Polizei reagiert in bestimmten Sachen und tun es aber halt trotzdem. Und sag ich mal, beschwören dann ihre Polizeiwillkür selber herauf. Richtig. Also sagen, ist ja nicht so, dass die Polizei dort irgendwo reingeht und irgendwo festnimmt, nur weil sie Langeweile haben oder so, sondern das sind ja alles begründete rechtliche Maßnahmen. Hast du deshalb eigentlich inzwischen eine Anklage gekriegt oder irgendwas? Was machen die denn da? Nichts. Was du willst? 5 Mann. 6 ist 7. Und ihr Sohn? Haben Sie Ihrem Sohn schon mal abgeraten, zum Fußball zu gehen? Zauber ich nicht zu. Nee, wieso? Hat keinen Sinn, oder? Warum musstest du da auf die Knie? Männer will nur zeigen, dass er am längeren Hebel sitzt als wir. Es gab schon zum Beispiel Sachen, wo man zu Hause gespielt hat, dass irgendwelche Polizeibeamten in ihren Autos sitzen und durch ihre Lautsprecher, hier kommt die Maus, zum Beispiel anspielen, wenn wir angelaufen kommen oder so. Und alles sowas. Und das empfindet ihr als Demütigung? Das ist die blanke Verhöhnung sozusagen. Uns hinzustellen, als wären wir irgendwelche kleinen Kinder oder so. Ich weiß ja nicht, ob sie in letzter Zeit nicht genug gekriegt haben. Zum Beispiel dieses Wurzen oder damals, was bei uns war, gegen Auerbach, wo sie im Block einen Sack voll gekriegt haben, sozusagen. Die können es einfach nicht lassen, irgendwie. Wenn immer zeigen, dass sie am längeren Hebel sitzen. Ja, aber irgendwann kommt schon immer der entscheidende Schlag. Nächste fertig. Eine wunderschöne Choreografie für das nächste Lockspiel. Thank you.
Ein großer Tag für die Fans von Lok Leipzig. Ihr Club hat es ins Viertelfinale des sächsischen Landespokals geschafft. Die Fans hoffen, dass der kleine Löwe in der nächsten Runde endlich wieder gegen den großen Stadtrivalen antreten darf. Entgleist. Guck mal da hinten drüben. Der Verein fürchtet um seinen Ruf. Wir werden im Innenraum eingesperrt. Wir können das Stadion nicht verlassen. Wir sollen die Gewalttätigkeiten nicht sehen. Hört jetzt sofort auf! Das ist das Einzige, was wir hier erwartet haben! Ihr geht dort nicht raus. Noch während des Angriffs versuchte eine große Anzahl von Störern zu den Diensthunden zu gelangen, um diese einsatzunfähig zu machen. Gleichzeitig versuchten andere Störer, die eingesetzten Dienstpferde durch Steinwürfe zu verletzen. Unmittelbar nach Ausbruch der Gewalttätigkeiten griffen eine größere Anzahl von Straftätern auch zwei eingesetzte Zivilbeamte an. Am Rande des Fluchtweges der Kollegen bildete sich eine Art Spalier, welches die Polizeibeamten durchlaufen mussten. Nachdem ein Kollege durch körperliche Attacken zu Fall kam, wurde er dermaßen bedrängt, dass er sich zur Androhung der Schusswaffe entschloss. Trotzdem ließen die Verfolger nicht von ihm ab und sammelten in der Nähe abgelagerte Gegenstände auf, sodass dieser gezwungen war, einen Warnschuss abzugeben. Erst ein nunmehr eintreffendes Einsatzkommando konnte den Kollegen aus dieser Bedrohungslage befreien.